Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier. Oh, bei Elden Ring. Haha, so. Und ich kann auch angreifen, okay. Willkommen zurück bei Elden Ring. Und nicht vergessen, ein Abonnement und einen Daumen nach oben. Auch die Kartoffel hängt wieder fest. Helf dir mal ganz kurz, die Kartoffel da unten. Ja, siehst du, da kommt sie ganz schön angetanzt. Abonnieren und Daumen nach oben ist natürlich umsonst. Und das ist ja auch ganz schnell wieder weg gewesen. Ja, passiert schon mal, ne? Ihr kennt das ja. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dieses schnelle Springen. In dem Moment kann ich alles verlieren, was ich habe. Alles. Alles. Ich kann einfach alles verlieren. Nein! Ich verliere alles. Ah, haut ab! Ich muss den töten, sonst folgt der mir, glaube ich. So. Ja, Elden Ring macht mich heute wirklich sehr fertig. Es liegt auch daran, dass ich, glaube ich, 4 Level unter dem Gebiet hier bin noch. Ich glaube, auf der Karte habe ich gesehen, das Schloss ist 40 bis 50. Und ich bin halt unter dem Level. Versuche mich an denen vorbeizuschleichen. Ich bin aber 36 gewesen, oder? Oder bin schon 37? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt bestimmt eine Abkürzung, aber... Erstmal hole ich meine Seelen wieder. Und dann laufe ich. Das will ich doch beim Tor einfach. Das kann nicht der richtige Weg sein. Das ist nicht der richtige Weg. Und hier ist ein Boss, oder was? Nee. Da brauchst du einen Schlüssel wieder zum Aufschließen, aber scheinbar von innen, oder was? Offensichtlich. Hier runter springen wir doch dumm. Das wäre doch absolut dumm, damit ich einfach bei dem Tor was geöffnet werden konnte. Das kann ja nicht der richtige Weg sein. Überall Wege, um da runter zu kommen. Ich bin doch einfach, glaube ich, komplett falsch gegangen. Dieser Weg, diesen Teil gegangen bin, den sollte man, glaube ich, gar nicht gehen. Ich lasse die Seelen da jetzt liegen. Das ist definitiv nicht der richtige Weg hier. Das ist definitiv nicht der richtige Weg. Das ist nicht der Weg, den das Spiel vorhersieht. Weil hier ist auch nichts, gar nichts, kein einziges Grace, nichts. Der Weg, den das Spiel möchte, dass ich gehe, ist der Weg hier. Das ist offensichtlich. Geil.
sind auch etwa zwei von denen. Was macht ihr jetzt? Hier einfach reinkommen, okay? Und durch die Decke fliegen, okay? Das kann man natürlich auch machen. Und das geht natürlich auch. Bleib ruhig da drin, ich bin weg. Tschüss. Alter Schwede. Spinnenschein 2, den brauche ich leider nicht. Den brauche ich leider nicht mehr. Ich kann schon nicht mehr richtig sprechen. Ich bin halt so gestresst vor dem Spiel. Hier geht's auch gar nicht weiter. Doch, hier geht die Treppe runter. Und ich wette, das ist der normale Weg, wo es weitergeht. Und jetzt kommt das gleiche Weg, wo ich gerade eben hergegangen bin. Nee, nee. Das ist ein anderer Weg. Das ist ein anderer Weg. Das ist definitiv ein anderer Weg. Ich weiß nicht, ob man da runterspringen sollte. Da kann man, glaube ich, runterspringen, ohne zu sterben. Aber ich gucke erstmal hier vorne, was hier ist. Okay, hier ist eine Leiter. Okay, da kann man runter zu dem tollen Ritter da unten, zu dem ich eigentlich nicht hin möchte, weil der ziemlich übel ist. Ich nehme stark an, dass hier irgendwo eine Abkürzung ist. Weil da oben bin ich hierher gekommen. Das heißt, irgendwo muss ja in die Richtung hier ein Fahrstuhl sein. In dem Gebäude da hinten drin. Und das ist da, wo ich runterspringen konnte, hier vorne rein. Hier runterspringen ist, glaube ich, nicht so klug. Ich glaube, dabei sterbe ich. Ergo warte ich einfach mal. Bis der Typ jetzt einfach hier wieder auf die andere Seite rübergelatscht ist. Und dann gehe ich da runter. Da liegen auch noch Sachen rum. Und in der Kanalisation, wo dieser Boss war. Der übrigens auch in die Richtung da vorne ist, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich bin ja da oben über die Türme gesprungen, oder? Da vorne die, oder? Ich weiß es nicht. Puh, komisch, keine Ahnung. Da muss es gewesen sein. Ja, das müssten die Türme gewesen sein. Ey, auf den Ritter habe ich gar keinen Bock. Gar keine Lust auf den Ritter. Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin überhaupt nicht da. Ah, ich bin unten bei dem Fahrstuhl. Bah, die haben so einen Troll da aufgehangen. Sieh das an, Alter. Bah. Gitti, gitti. Oh mein Gott, da ist noch so einer. Kann ich den backstabben? So. Schleier des Imitators. Ja, das war ja keine Riesen, das sind ja Trolle. Wir wissen ja, dass das Trolle sind. Die Gegner heißen Trolle. Das sind die Trolle in dem Spiel.
Ist der Typ da vorne freundlich, wenn ich ihn jetzt hier rauslasse? Ah, will ich nicht. Was ist das für ein Vieh da hinten? Oh Mann. Warum Spiel? Warum musste so sein Spiel? Warum muss so ein Vieh hier sein? Warum? Warum? Warum muss das hier sein? Ja, ich erinnere mich. Dass man nicht staggern kann. Nein! Wieder so weit laufen. Wieder eine halbe Stunde laufen. Das Nervige ist halt einfach, dass alles so extrem weit auseinander ist jetzt wieder. Weiter als bei Souls, habe ich das Gefühl. Also in Alolondo waren mehr Bonfire als hier. Hier gibt es nur eins. Ein einziges, und das ist das hier. Ich komme hier nicht mal durch, man kann nicht mal durchlaufen. Weiter geht's. Den muss ich töten. Scheiße, ich wollte mit schweren Attacke setzen, aber das geht leider nicht. Nein, komm.
komme nicht nah genug ran mit dem Zweihänder. Keine Heilung mehr. Du hast den Tod vorher nicht gezählt, oder? Lecker Riese, da kam kein Death von dir gezählt, also müssen zwei Tode hinzu. Okay, dann muss ich das jetzt machen. Neben des Kämpfens zwei Tode hinzufügen, das wird spaßig. Scheiße, keine Ahnung, waren glaube ich 4 oder 5, die ich jetzt hinzugefügt habe. Keine Ahnung, ich kann es halt nicht nebenher machen. Das geht nicht. Na, ich weiß nicht. Ich bin jetzt glaube ich 4 Tote zu viel oder so, ich weiß es nicht. Ich bin halt zittrig, muss ich irgendwie auf das Streamdeck drücken, während ich die ganze Zeit versuche zu rennen, von den Gegnern wegzukommen. Natürlich hat er nicht getroffen, aber er hat mich getroffen, natürlich, natürlich. Ja. Wirkte sehr fair auf jeden Fall. Endlich ist er down. Und all mein Leben versaut dafür. All meine Heilung.
Toll, da draußen ist einfach nur jede Menge Gegner, okay. Das bringt mir schon mal gar nichts. Oh, ich hab die Fackel gar nicht mehr, egal. Muss doch was gebracht haben, diesen Boss zu töten, oder? Wenn ich jetzt hier lang kann, vielleicht dann eine Abkürzung bekommen oder so. Lass mich raten, dass ich jetzt eine Abkürzung immer bezahlen muss. Oh mein Gott, dieses Spiel ist echt hart geworden. Hier sind die. Oh, ich hab nichts mehr zum Heilen. Es war vielleicht ein bisschen blöd, da jetzt hinzugehen. Moment. Und da ist es hier zum Heilen. Andenken der Puppen. Ui. Ja, das brauchen wir, glaube ich, für die eine. Sollte ich auch was mit den Puppen machen für die? Da ist ein. Oh, da ist ein Aufzug. Ich habe endlich den Aufzug gefunden. Oh mein Gott, ich bin gerade so happy. Ich muss aber gerade auch so dringend auf Toilette. Aber der Part ist noch 10 Minuten. So. Das ist der Aufzug hier. Das heißt, hier vorne ist das, das Grace hier. Endlich eine Abkürzung. Uiuiuiui. Ich muss so dringend auf Toilette. Also ich überlege, den Part vorzeitig zu beenden, weil ich wirklich dringend auf Klo muss. Deswegen würde ich sagen, ja, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Kommt ja sowieso noch ein Part, vermutlich heute wieder online. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich auf die Toilette. Bis gleich. Tschüss.